Hallo ihr buchverrückten Schreiberlinge und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Happy Novelist. Ich bin Sarah und das hier wird Bookmistag, ich weiß gar nicht genau, aber auf jeden Fall mein Vlog zum Festive Readathon. Also ganz viel Spaß bei diesem Video. Der Festive Readathon ist ein feiertagsthematischer, weihnachtsthematischer Lesemarathon, der von Steph Loves, einer britischen Booktuberin, ins Leben gerufen wurde, die scheinbar sehr auf Weihnachten steht. Kann ich nachvollziehen. Und sie wollte das Ganze aber doch auch irgendwo herausfordern, aber irgendwo auch entspannt machen. Deswegen geht es auch viel um Self-Care, um Weihnachtsfilme und darum, einfach die weihnachtliche Zeit und die weihnachtliche Stimmung zu genießen. Was ich sehr cool finde, was ich jetzt nach Beenden der Masterarbeit auch sehr gut gebrauchen kann, um einfach in Stimmung zu kommen für diese Jahreszeit. Ich bin so zur Hälfte dort. Ich habe es in meinem letzten Vlog sicherlich gesehen, dass ich einfach das Wochenende schon damit verbracht habe, runterzukommen, zu entspannen, erstmal schon mal meinen Weihnachtsbaum aufgestellt habe und jetzt versuche so nach und nach weihnachtliche Stimmung aufzubauen und ja, auch hier in meiner Wohnung und in meinem Leben wieder einziehen zu lassen. Ich wollte euch aber dann auch kurz mal einführen und mitnehmen und sagen, was dann so diese Woche teilweise geplant ist, was ich zumindest schon weiß. Viel von der Woche ist noch von Unsicherheit geprägt, weil ich einfach noch nicht weiß, was ich so machen will. Ich weiß auch teilweise noch nicht so richtig, was ich komplett lesen will, denn es gibt natürlich auch ein paar Prompts, ein paar Vorgaben, Aufgaben, die es zu erfüllen gibt. Es gibt hier so einen schönen, das sieht man natürlich, weil mein Handy so schön spiegelt, nicht? Ja, es gibt so schöne Instagram-Templates, wo die Prompts auch drauf sind. Und ich habe mir zumindest ein Buch rausgesucht, was für die meisten, wenn nicht sogar für alle Prompts funktionieren könnte. Da muss ich noch mal ein paar genau nachgucken. Und ich erzähle euch mal kurz, was die Prompts sind und dann, was ich lesen will. Also wir haben hier Festive Word in the Title, also ein festliches Wort im Titel. Das ist auch so ein bisschen Auslegungssache. Es kann Stern sein, es kann Weihnachten an sich sein, es kann Merry sein, also dieses fröhlich oder so. Ist jedem selbst belassen, ist Auslegungssache. Dann haben wir Snow on the Cover, also Schnee auf dem Cover. Ich glaube, ist der selbsterklärend. Anticipated Read, also heiß erwartetes Buch, heiß erwartete Geschichte. Da fällt mir direkt auch ein zweites ein, was ich lesen will und lesen könnte. Dann An Act of Self-Care, also irgendwas für Self-Care tun. Da werde ich sicherlich irgendwann die Woche nochmal die Badewanne bemühen oder Gesichtsmasken machen. Da habe ich so einige Sachen, die ich gerne tue und die ich sicherlich auch umsetzen werde. Dann gibt es eine Free Space, also so ein bisschen was auch immer du willst, mach was auch immer du willst Platz. Dann Red oder Green on the Cover, also Rot oder Grün auf dem Cover. Das war gerade so ein bisschen eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Glaube ich auch selbst erklären, weil das so die Weihnachtsfarben sind. Dann haben wir Illustrated Cover, also ein Cover, das illustriert ist, weil das auch so ein großer Trend ist, vor allen Dingen bei Romance-Büchern inzwischen im amerikanischen und generell englischsprachigen Bereich. Dann ein Buch Set in Winter, also das irgendwo irgendwann im Winter spielt. Ich glaube, das kriegt man bei so Weihnachtsbüchern auch gut hin. Und dann ist der letzte Prompt, Watch a Festive Movie. Also einen weihnachtlichen oder feiertaglichen Film zu gucken. Es muss ja nicht unbedingt immer Weihnachten sein. Es werden ja auch andere Feiertage jetzt zu dieser Zeit gefeiert. Deswegen ist das ein bisschen offener gestaltet. Und ich habe vor, definitiv zu lesen, Window Shopping von Tessa Bailey. Das ist ein E-Book, ein kürzerer Roman. Also der hat, glaube ich, 250 Seiten. Von Tessa Bailey, die ja sich zu einer meiner liebsten Romance-Autorinnen gerade entwickelt. Ich habe die letzten Wochen und Monate viel von ihr geschwärmt, deswegen halten wir uns damit nicht näher auf. Aber das ist auch eine Geschichte, die habe ich durch Zufall beim Amazon-Durchsuchen entdeckt. Und es klang direkt super süß, denn der Klappentext reimt sich einfach mal. Und es ist wie so ein kleines Gedicht. Wir folgen hier unserer Protagonistin, deren Namen wir auf dem Klappentext noch nicht erfahren. Und sie lebt in New York, durchläuft einfach durch die Straßen und entdeckt dabei beim Schlendern ein Schaufenster, das von einem großen Kaufhaus stammt. Das ist so ein bisschen wie das KDW in Berlin. Und neben ihr stellt sich ein Mann hin und fragt sie, wie sie dann diese Schaufensterdekoration findet. Und sie sagt ihre ehrliche Meinung, dass das eher nur so naja ist und dass es besser gehen würde, ohne zu wissen, dass der Mann neben ihr der Besitzer dieses Kaufhauses ist. Der sie dann natürlich auch vom Fleck weg engagiert, damit sie das Schaufenster umdekoriert. Und dabei arbeiten die beiden eng zusammen und verlieben sich. Wie gesagt, es ist nicht so ein langes Buch und es ist, glaube ich, auch so typisch in Weihnachtsmanier kitschig und
süß. Aber Tessa Bailey schreibt auch sehr sexy Geschichten, deswegen hoffe ich mir da auch, dass das so in die Richtung gehen wird. Und da freue ich mich sehr drauf. Beim zweiten ist mir gerade eingefallen, Anticipated Read, also heiß erwartetes Buch, könnte ich, das steht ja auch auf meiner Leseliste für den Dezember, mir noch, das neue Buch von Bianca Yosiboni nehmen. Dessen Titel ich gerade nicht weiß, das gerade auch im Regal ist und das ich deswegen nicht holen werde. Moment, ich hole es vielleicht gleich mal und zeige euch dann nochmal so ein paar weihnachtliche Ausbeuten, die ich heute in der Stadt ergattern konnte. So, und es ist natürlich Fighting Hard for Me von Bianca Yosiboni. Ich hatte irgendwie den Titel vom ersten und den Titel vom zweiten im Kopf und nicht den vom dritten. Aber das ist ja definitiv einer meiner heiß erwarteten Neuerscheinungen, ein Buch, was ich unbedingt ganz bald lesen wollte, nachdem es erschienen ist. Jetzt ist die Masterarbeit durch, jetzt kann ich mich dem widmen. Also warum dann nicht im Festive Readathon? Das ist zwar nicht, glaube ich, nicht unbedingt eine weihnachtliche Geschichte, aber ich freue mich da trotzdem drauf. Und dadurch, dass ich durch Window Shopping ziemlich sicher, ziemlich schnell durchkommen werde, weil es halt nicht lang ist und es ist Tessa Bailey und es ist eine leichte, locker leichte, fluffige Romance, dass ich da noch genug Zeit haben werde, mir dieses Buch diese Woche vorzunehmen. Und vielleicht auch noch ein bisschen was anderes, was es dann sein wird, ob es noch was sein wird, werden wir dann sehen. Und ich habe ja gesagt, ich war in der Stadt unterwegs, als ich im Büro war. Ich war auch in weihnachtlicher Mission für die Arbeit unterwegs und habe dann mir selber gleich noch ein bisschen was besorgt. Unter anderem zwei Zuckerstangen. Die fand ich einfach mega süß und ich dachte mir, die ziehen einfach mal ein. Rein als Dekoration. Ich würde die jetzt nicht essen, weil ich kein Fan von so Zuckerstangen bin, so vom Geschmack her. Aber ich glaube, als Instagram-Deko perfekt. Ich muss unbedingt auch wieder neue Instagram-Bilder machen. Das steht auch auf meiner To-Do-Liste ganz weit oben. Dann habe ich mir Weihnachtskarten besorgt. Beziehungsweise ich habe für die Arbeit Weihnachtskarten besorgt und dann lachten mich noch ein paar andere an. Und ich dachte mir so, dieses Jahr könnte doch das erste Jahr sein, in dem ich meinen Freunden selber auch Weihnachtskarten schicke. Also werde ich das tun. Und ich habe mir dann ein paar richtig, richtig knuffige mitgenommen. Denn der Nunana hat wirklich 1A-Karten. Also wenn ihr süße, knuffige Weihnachtskarten sucht, schaut da gerne mal vorbei. Keine Werbung, nicht gesponsert. Leider. Wir haben hier einmal Pinguine. So mega süß. Ich finde die so unglaublich knuffig. Da habe ich auch tatsächlich schon jemanden im Kopf, der das auf jeden Fall kriegen wird. Dann diese nette Tiergruppe, die einfach auch so unglaublich süß ist. Noch eine andere Tiergruppe, die auch echt nett und knuffig ist. Und dann haben wir hier diese schlichte, aber irgendwie auch süße und witzige Rentier-Weihnachtskarte, Rudolf-mäßig. Die fand ich einfach so knuffig, da konnte ich nicht dran vorbeigehen und deswegen mussten die jetzt noch mit. Und woran ich auch nicht dran vorbeigehen konnte, waren an den Tassen. Ich bin ja sonst nicht so ein großes Tassenopfer, weil ich eigentlich auch genug Tassen habe. Aber dieses Jahr dachte ich mir so, ich brauche eigentlich auch nochmal eine weihnachtlich thematische Tasse. Und ich hätte mir eine von den richtig kitschigen mitnehmen können, die dann auch einen Pinguin darstellen oder den Weihnachtsmann oder ein Rentier oder so. Das wäre mir dann ein bisschen zu viel des Guten gewesen, weil ich daraus wahrscheinlich auch nicht trinken würde oder so. Aber aus der, die ich mitgenommen habe, kann ich gut trinken. Die eignet sich gut als Deko und sie ist einfach auch richtig schön massiv, sodass da richtig viel Tee oder Kakao oder Chai da reinpasst. Und zwar ist das so eine Emaille-Tasse, so eine riesengroße. Und da steht einfach ganz schlicht Merry Xmas drauf. Wie gesagt, schlicht, elegant, aber irgendwie auch weihnachtlich und hübsch. Und sie ist halt einfach auch massiv. Also riesig groß, da passt gut was an Tee rein. Das ist ein richtig schöner Klopper. Der ist gut in der Hand, der ist auch schwer und massiv. Und ich konnte nicht dran vorbeigehen. Ich hätte auch noch mehr mitnehmen können, aber ich musste mich da zusammenreißen, weil ich brauche eigentlich nicht mehr Weihnachtsdeko. Aber es war schon schwierig und das ist so das Minimum und da bin ich eigentlich auch echt happy mit. Und ich glaube, da werde ich ganz gut mitfahren. Achso, aus meinem Adventskalender habe ich heute auch noch nichts gezogen. Da bin ich gar nicht zugekommen. Deswegen machen wir das auch mal wieder direkt zusammen. Und gucken mal auf die Nummer 6. Und gucken mal, was das eigentlich ist. Geht ja mal hinten drauf. Die Nummer 6 ist Keep Calm. Bierkräutertee mit Kamille, Honigbusch und Zimt. Ja, könnte ich mir heute Abend auch noch direkt einverleiben.
Hello am Freitag. Ich habe mich tatsächlich ein paar Tage nicht gemeldet. Ich glaube, von Mittwoch gibt es so ein paar Impressionen, aber von gestern irgendwie so gar nicht. Aber ich brauche jetzt einfach auch mal wieder so ein paar Tage, wo ich nichts tue und wo ich einfach mal entspanne. Oder ein paar mehr Tage. Ich hatte wenig Lust, euch zu updaten. Ich hatte auch gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe gelesen, aber eben auch sehr, sehr viel Pokémon gespielt. Und das ist jetzt eben in so einem Readathon-Vlog nicht so interessant, habe ich das Gefühl. Naja, auf jeden Fall habe ich gelesen. Ich habe tatsächlich noch White Hot von Ilona Andrews beendet. Und tatsächlich gestern bis heute früh auch noch Wildfire, den dritten. Das ist der zweite und der dritte Band der Hidden Legacies-Reihe. Das sind beides Rereads. Die Reihe hatte ich ja im Februar in einer Woche schon mal komplett durchgesuchtet. Und jetzt, wo ich wieder Zeit und Nerven hatte, habe ich mich wieder in diese Welt fallen lassen. Und ich liebe einfach alles daran. 5 Monde für beide Bücher. Richtig, richtig gut. Und weil ich aber ja im Festive Readathon drin bin und da auch ein paar bestimmte Prompts zu erfüllen habe, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kriege ich die da irgendwo reingewurschtelt. Und zumindest White Hot ist ein Buch mit Schnee auf dem Cover und ein Buch, das im Winter spielt. Sind tatsächlich beide Bücher. Oh, jetzt ist das Licht tatsächlich schwieriger geworden. Also die beiden Bücher spielen tatsächlich im Dezember relativ bald nacheinander, kurz vor Weihnachten, um Weihnachten rum, bis Silvester. Ich glaube, Silvester ist noch nicht mal ran in dem Buch. Also sind es beides Bücher, die im Winter spielen, und White Hot, so schrecklich das Cover auch ist, hat tatsächlich auch Schnee und Eis auf dem Cover. Also würden das, glaube ich, schon mal 2 Prompts irgendwie abhandeln. Jetzt bin ich damit aber durch und mache gerade meinen Weg noch so durch die Kurzgeschichtensammlung Diamond Fire. Nicht Kurzgeschichtensammlung, die Kurzgeschichte. Das sind nochmal 100 Seiten, die nach dem Ende von Wildfire ansetzen und so ein bisschen die Brücke auch zwischen dieser Trilogie, der Nevada Baylor Trilogie und der zweiten Trilogie in dieser Welt, der Catalina Baylor Trilogie, bildet, weil wir jetzt teilweise Nevada und teilweise Catalina auch folgen aus deren Sichten. Und ich bin super gespannt, weil ich glaube, ich tatsächlich jetzt auch in die zweite Trilogie schon starten werde. Da gibt es bis jetzt zwar nur 2 Bücher. Der dritte und finale Band dieser Trilogie, Ruby Fever, ist für nächstes Jahr August, glaube ich, angekündigt. Eigentlich hieß es erst, er sollte im Frühjahr, im Februar oder so kommen. Ist jetzt aber wohl nochmal nach hinten geschoben worden. Aber gut, dafür wird er hoffentlich dann umso besser. Aber ich habe jetzt schon so Lust, da irgendwie weiterzumachen in dieser Welt und vor allen Dingen bei dieser Familie zu bleiben. Deswegen, ja, bin ich da jetzt drin, lese da weiter durch und freue mich drauf. Ich will heute aber auch noch ein weihnachtliches Buch anfangen und da dann mein erstes Buch für den Festive Readathon, das erste richtige Buch für den Festive Readathon lesen, beziehungsweise 2 habe ich jetzt ja in dem Sinne schon durch. Aber mal schauen, was so der Plan noch ist. Heute war ein super entspannter Freitag. Ich habe lange geschlafen, wirklich lange ausgeschlafen. Pokémon gespielt habe ich heute noch nicht, das kommt noch. Aber ich habe zumindest endlich mal wieder Instagram-Bilder gemacht. Juhu! Juhu! Und jetzt sieht meine Wohnung noch ein bisschen chaotisch aus. Ich hätte auch gerne noch mehr gemacht. Aber das Licht ist jetzt schwierig. Ja, es ist jetzt gerade hell, aber die Sonne ist schon so weit gewandert, dass ich am Platz, wo ich Fotos mache, ich kann euch ja mal ganz kurz so einen Eindruck geben, da kein Licht mehr hinbekomme, sodass die Bilder jetzt zu dunkel werden. Das heißt, ich muss jetzt theoretisch bis morgen warten, oder wenn morgen das Licht nicht passt, dann muss ich eben mit den 6 Bildern, die ich, glaube ich, heute gemacht habe, den 6 Motiven vorlieb nehmen. Mal gucken. Aber zumindest habe ich da schon mal ein paar weihnachtliche Sachen jetzt abfotografiert, habe wieder ein bisschen was für Instagram an Material und kann damit endlich auch mal wieder einen Haken an einer bestimmten Sache setzen. Und ich müsste mich eigentlich nochmal dran setzen und Videos filmen, denn eigentlich hätte gestern im Rahmen von Bookmas ein Video online kommen sollen. Das hätte dann jetzt stattdessen heute online kommen sollen. Morgen ist das nächste dran. Montag das nächste. Und ich hänge einfach hinterher und ich habe einfach so keine Lust zu filmen. Ich bin so, ich müsste mich schminken und fertig machen und hätte mich dann hinsetzen müssen und Sachen filmen und vorbereiten müssen. Und da hatte ich einfach heute noch keinen Nerv zu. Und habe ich heute definitiv auch keinen Nerv zu, selbst wenn die Sonne jetzt noch scheint. Aber ich werde, glaube ich, gleich noch rausgehen, um ein bisschen Sonne mitzunehmen. Aber filmen wird wohl nichts werden. Deswegen kommen ein paar Bookmas-Videos ein bisschen verspätet. Ich werde wahrscheinlich dann morgen Filmmarathon machen, um die dann nach und nach auch schnell rauszuhauen. Es wird mit den 12 bzw. 13 Videos mit dem vom 25. auf jeden Fall trotzdem klappen. Aber dann gibt es halt mal ein paar Tage nacheinander täglich ein Video. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber ich brauchte einfach wirklich mal ein paar Tage Pause, ein paar Tage Ruhe, um mich von der Masterarbeit immer noch zu erholen, um mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Und ich bin immer noch dabei. Ich muss die Wohnung noch putzen. Und ja,
einfach noch ein bisschen vorbereiten. Aber ich bin auf einem guten Weg und jetzt fühle ich mich auch schon wieder ein bisschen fitter und ein bisschen mehr Kamera-ready. Deswegen filme ich jetzt noch mal ein kurzes Vlog-Update, was schon wieder ausartet. Damit lasse ich es mal gut sein. Ich update euch, wenn ich dann mal irgendwas anderes Weihnachtliches mache oder noch wieder was zum Lesen, zu updaten habe. Wie gesagt, ich gehe jetzt aber, glaube ich, erstmal raus und dann hören wir uns später wieder. So schnell ist Samstag. Ich glaube, dieser Vlog, dieser Readathon läuft etwas anders als geplant ab. Definitiv nicht so, wie er geplant war. Dann an meine Leseliste, die ich so im Kopf hatte, habe ich mich so gar nicht gehalten. Auch nicht an die Prompts. Und auch mit dem Vloggen komme ich nicht so richtig hinterher. Ich glaube, dieser Vlog wird mehr B-Roll als alles andere sein. Aber muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Dafür hatte ich jetzt ein paar sehr entspannte Tage und ich hoffe, dass der Rest von heute und morgen auch noch ziemlich entspannt wird, denn nächste Woche geht es definitiv wieder anders lang. Nächste Woche steht wieder einiges an, dazu dann aber im Vlog von nächste Woche wieder mehr. Ich habe Leseupdates, mehrere. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal euch geupdatet habe, bei welchem Stand ich war. Ich habe auf jeden Fall Diamond Fire von Ilona Andrews, die Novelle zur Hidden Legacy-Reihe, beendet. Sie hat 4 Monate am Ende von mir bekommen. Ich fand sie echt gut und unterhaltsam. Ich mochte es, Catalina zu folgen. Das Ereignis, was in diesem Buch stattfindet, ohne zu viel zu verraten, war sehr cool, sehr heiß ersehnt. Vor allen Dingen auch so ganz viele geliebte Charaktere wieder zu sehen. Mein liebster Teil des Buches war allerdings der Prolog, den wir noch aus Nevadas Sicht bekommen haben. Und ihre und Rogans Beziehung in diesem Sinne und die Beziehung zu einer bestimmten Person, die in diesem Prolog das erste Mal so richtig vorkommt. Sehr, sehr cool. Und eben auch das Ende, als die Person, die sozusagen die Bösen in dieser Geschichte war, das bekommen haben, was sie verdient haben. Das war sehr cool, sehr unterhaltsam. Es war auf jeden Fall auch eine sehr schnelllebige Novelle. Ich bin da ziemlich schnell durchgeflogen. Hat mich gut unterhalten, war jetzt nichts so Überragendes, nichts, was ich super gefeiert hätte, aber auf jeden Fall 4 Monde wert. Tolle Ergänzung zur Reihe. Dann habe ich gestern danach direkt weitergemacht mit Sapphire Flames, dem ersten Band der zweiten Hidden Legacies Trilogie, beziehungsweise der Catalina Baylor Trilogie, wo wir jetzt ja Nevada Schwester Catalina als Protagonistin folgen, die nach Nevadas Ausscheiden das Familienunternehmen übernommen hat und jetzt sozusagen der Kopf der Familie ist, die Familie anführt und leitet und wie sie damit umgeht, wie sie in ihre Kraft hineinwächst und welchen neuen Herausforderungen sie sich stellen muss und natürlich auch ihre Romance mit einem gewissen italienischen Prime, einem italienischen Hexenmeister. War unterhaltsam. Ich habe sie heute Morgen, heute Vormittag auch schon, heute Mittag, glaube ich, beendet. Bin ich also auch schon durch. Hat von mir jetzt auch 4 Monde bekommen. Ich fand es unterhaltsam. Ich bin da durchgeflogen, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Hat mich gut unterhalten. Allerdings kommt es auch hier nicht ganz an die erste Trilogie ran, an Nevada und Rogan. Also weder Catalina kommt an Nevada ran. Nevada ist halt noch ein bisschen mehr Badass und mehr die Charakterin, die ich liebe. Und in ihrem Kopf zu sein, ist irgendwie noch ein bisschen cooler gewesen. Catalina ist aber einfach vom Typ her auch anders. Und das ist halt vielleicht auch mal ein bisschen Gewöhnungssache. Also ich bin gespannt, wie es dann im zweiten Teil dieser Trilogie, die ich mir nachher gleich noch vornehmen werde, auf jeden Fall weitergeht. Aber auch Alessandro, der gewisse Hexenmeister aus Italien, kommt an Längen nicht an Rogan ran. Er hat
auch seine Geheimnisse, er ist auch gefährlich und mysteriös und irgendwo sexy und all das. Aber Rogan hatte irgendwie noch was Besonderes. Rogan war irgendwie so, besonders beim Reread habe ich ihn sehr lieben gelernt. Ich meine, ich habe ihn auch schon beim ersten Lesen der Reihe geliebt, aber jetzt bei dem Reread eben noch umso mehr. Und das kann Alessandro eben nicht ganz toppen, egal wie cool und spannend er eigentlich ist. Also deswegen, ja. Und auch die Story war interessant. Allerdings fehlten da so ein paar Elemente, die ich in den ersten drei Büchern so gefeiert habe. Und die das Ganze eben zu absoluten Highlights gemacht haben. Also ich fand sie echt gut. 4 Monde definitiv. Aber so dieses 5-Monde-Niveau ist noch nicht ganz erreicht. Ich bin gespannt, was jetzt der zweite Teil dieser Catalina Baylor Trilogie, nämlich Emerald Blaze, bringen wird. Wie gesagt, den fange ich jetzt nachher gleich an. Ich bin gerade dabei, mir Abendbrot zu machen, ein bisschen Fernsehen zu gucken, was ich ja nicht heute schon den ganzen Tag gemacht habe. Aber dann geht es nachher damit weiter. Und was habe ich sonst heute noch gemacht? Ein bisschen die Wohnung aufgeräumt, vor allen Dingen abgewaschen, was endlich mal nötig war und was mir auch ein bisschen eine Last von den Schultern nimmt. So, das werde ich morgen noch weiterführen, das Aufräumen und Putzen. Und das Instagram-Bilder machen habe ich auch weitergeführt. Ich habe jetzt insgesamt einiges an Motiven durch. Die habe ich jetzt teilweise auch schon nachbearbeitet, exportiert und habe sozusagen meinen Feed dann wieder ein bisschen weiter geplant, sodass ich dann ab morgen endlich wieder auf Instagram Bilder posten kann. Ich meine, kennt dich jetzt auch schon gekonnt. Ist nicht so, dass ich gar nichts gehabt hätte, aber irgendwie bin ich immer eher ja, motiviert, auf Instagram zu posten, wenn ich so ein bisschen Backlog habe, schon so ein bisschen vorgeplant habe, um zu wissen, okay, das kann ich halt auch ein paar Wochen irgendwie durchhalten. Und jetzt bin ich, glaube ich, so bis Weihnachten definitiv fix. Wahrscheinlich auch schon bis ins nächste Jahr. Ich habe einige Bilder gemacht, die auch eher neutraler gehalten sind, sodass sie dann auch im Januar eher kommen können, weil das wahrscheinlich eher Sinn macht. Aber das ist so, das freut mich. Das ist so was Produktives. Obwohl ich heute eigentlich nicht wirklich viel gemacht habe, habe ich doch irgendwie was Großes, Produktives getan und es ist so eine Mischung dann aus entspannt und produktiv für dieses Wochenende. Aber ja, so, das als ausführliches Leseupdate. Ich habe einiges gelesen, ansonsten nicht viel mehr gemacht, aber es ist absolut okay. Vielleicht werde ich jetzt auch noch ein bisschen weiter Serien gucken und nebenbei Pokémon spielen. Das habe ich ja gestern nicht gemacht und bisher heute auch noch nicht. Aber ich bin noch so am Überlegen, ob mich jetzt Emerald Blaze noch mehr reizt oder nicht. Aber erstmal reizt mich der Hunger und erstmal werde ich mir was zu essen nehmen und euch dann später wieder updaten oder sonst morgen. Morgen habe ich auch noch ein paar Pläne, sodass ich dann auch mal das Haus verlasse und mich anziehen werde irgendwann mal. Aber bisher erstmal ist es ein entspanntes Wochenende und das ist auch wirklich was ich gebraucht habe. Das Setup steht, weil ich gerade noch einen Videoschnipsel gefilmt habe. Deswegen dachte ich mir, warum nicht auch endlich mal wieder ein Vlog-Update drehen. Es ist noch gar nicht so spät, aber es ist draußen schon wieder stockduster und ich weiß irgendwie nicht, wo der Sonntag hin ist, aber das ging mir mit dem Freitag schon so, mit dem Samstag und eben jetzt wieder. Ich habe bis auf diesen Schnipsel heute nichts gefilmt und ich bin irgendwie auch so ein bisschen am Überlegen, ob ich Bookmis einfach sausen lasse, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde das nächste Woche so ein bisschen mehr nachholen, aber dieses Wochenende war einfach zum Entspannen, zum Runterkommen und zum Lesen und dementsprechend habe ich auch wieder ein Leseupdate. Ich glaube, das Update, das ich gestern gegeben habe, ist, dass ich tatsächlich Emerald Blaze von Ilona Andrews angefangen habe. Surprise, surprise. Ich habe es beendet. Ich bin durch. Ich bin ja auf dem aktuellen Stand, was diese Reihe angeht, bis dann tatsächlich nächstes Jahr im August der dritte und finale Band dieser zweiten Trilogie erscheint. Ich muss sagen, diese zweite Trilogie, was ich zu Sapphire Flames gesagt habe, hält auch für Emerald Blaze tatsächlich aufrecht oder hält sich für Emerald Blaze aufrecht. Es ist nicht ganz so gut wie die erste Trilogie, die Originaltrilogie wollte ich schon sagen, die Nevada Baylor Trilogie. Da konnte ich mit den Protagonisten und allen voran auch eben auch mit dem Love Interest Rogan noch ein bisschen mehr anfangen. Auch so die Handlungsverläufe waren für mich persönlich einfach noch ein bisschen spannender, ein bisschen mehr das, was ich auch gerne lese. Es kamen ein paar Handlungsmuster vor, die ich sehr liebe und lese. Und dagegen ist das jetzt in diesem Buch, in dieser zweiten Trilogie, die jetzt ja Catalina Baylor folgt, eher so ein bisschen ruhiger, ein bisschen verworrener. Allen voran auch, weil wir jetzt vielleicht noch so im Mittelbuch sind, ist alles eher noch so in der Schwebe und ist nicht ganz so badass, wie das jetzt in der Nevada Baylor Reihe war. Und die Beziehung zwischen Catalina und Alessandro ist auch so ein bisschen mehr Insta-lovey, also ist so. Es fehlt so ein bisschen innerhalb des Buches, wie eigentlich eine Basis aufgebaut wird und wie sie sich wirklich näher kommen. Also
Das ist so, die Beziehung entwickelt sich relativ schnell, was vielleicht daran liegt, dass sie ja sich ja schon vor Beginn des Buches irgendwo entwickelt hat oder schon angefangen hat und angefangen wurde. Was ich in diesem Buch allerdings sagen muss, das ist noch ein klein bisschen besser als Sapphire Flames. Das habe ich ja in der ersten Trilogie auch schon gemerkt, dass die Bücher sich immer wieder steigern. Deswegen habe ich erstens große Hoffnungen für Ruby Fever, den dritten Band, der dann eben nächstes Jahr rauskommt. Und zweitens war es eben durchaus noch unterhaltsamer und spannender, auch hier ein bisschen mehr Action geladen. Ein bisschen mehr Badass, faszinierender, wir haben neue Einblicke bekommen, es gab so ein paar richtige Oh shit und What the fuck is going on Momente. Und wir haben eben auch in diesem Buch, wie auch im zweiten Band der Nevada Baylor Reihe, mehr über Alessandro erfahren, über seinen Background, was ihn so ausmacht. Er hat sich auch ein bisschen gewandelt noch im Vergleich zum ersten Buch, weil da zwischen den beiden Büchern einiges passiert ist. Catalina hat sich auch noch ein bisschen weiterentwickelt, was ich viel lieber auch on-page erlebt hätte, aber gut. Und wir blicken hier eben ein bisschen näher in sein Leben rein und auch in seine Vergangenheit, was ihn so ausmacht, was ihn antreibt, was ich immer sehr mag, was sehr faszinierend war und wo er mir jetzt auch noch ein bisschen sympathischer wurde, einfach weil er auch greifbarer geworden ist. Deswegen, ja, doch noch ein Notch besser als Sapphire Flames. Bleibt trotzdem bei 4 Monden, weil es eben nicht an die erste Trilogie rankommt. Ich bin aber sehr gespannt, was dann Ruby Fever bringen wird. Was ich eben auch gut fand in diesem Buch, wir haben ein bisschen mehr von Nevada gesehen und von Rogan. Rogan eher so am Rande, aber auf jeden Fall ein bisschen mehr von Nevada. Und ich liebe sie immer noch sehr, obwohl sie jetzt hier eher so eine Nebenrolle gespielt hat. Und ja, wurde auch ein bisschen erklärt, wie es jetzt dazu kam, zu diesem Wechsel im Familienbetrieb und dem Wechsel in den Verantwortlichkeiten, wie sich das so nach dem Ende der ersten Trilogie ergeben hat. Also super spannend. Und was ich auch sagen muss, es ist definitiv Pflicht, die Novelle Diamond Fire zu lesen, weil wir jetzt eben ganz speziell in diesem Buch auch darauf wieder Bezug genommen haben. Im Sapphire Flames gab es auch schon so ein paar Bezüge, die sich eben daraus ergeben haben, dass das ein relativ smoother Übergang war zwischen diesen beiden, also zwischen Diamond Fire und Sapphire Flames. Aber jetzt wird eben ganz speziell auf die Geschehnisse innerhalb dieser Kurzgeschichte und allen voran auch zum Ende dieser Kurzgeschichte Bezug genommen. Deswegen war das so. Ein Glück habe ich die gelesen, sonst hätte mir bestimmt ein bisschen was gefehlt. Ich meine, der Kontext wird irgendwo auch so gegeben, aber das direkt live in dem Sinne gesehen zu haben oder es nochmal erzählt zu bekommen, ist ja doch noch ein bisschen was anderes. Deswegen wichtig, das auch in der richtigen Lesereihenfolge zu lesen. Und was ich auch sagen muss, das Buch endet auf einem bisschen fiesen Cliffhanger, so im Epilog, der aber Gott sei Dank durch eine Kurzgeschichte, eine sehr, sehr kurze Kurzgeschichte, wieder gelöst wird, die es auf der Website der Autorinnen, des Autorenduos gibt. Und deswegen bin ich da so, okay, alles gut, keine Panik, kein Grund, sich aufzuregen. Es ist doch kein so richtig fieser Cliffhanger, wie es zuerst wirkt. Zumindest wird er wieder aufgelöst in dieser Kurzgeschichte. Und so kann ich jetzt beruhigt auf Ruby Fever warten. Aber das war im ersten Moment so, what the fuck? Und es kann doch jetzt nicht so stehen bleiben. Deswegen das so, wenn ihr die Reihe gelesen habt und ich denke so, was ist das für ein fieser Cliffhanger und was muss ich so ewig lang warten, weil das mit ein bisschen deutschen Wut dauert bestimmt nochmal ein bisschen länger. Es gibt eine Kurzgeschichte, die auch wirklich nicht so lang ist auf der Webseite der Autorinnen. Wenn ihr über Goodreads guckt und in die Reihe guckt, dann werdet ihr die finden. Das ist The Cool On. Das ist eine Geschichte aus der Sicht von Arabella. Heißt sie Arabella? Ja, ich glaube Arabella, also die dritte Schwester, über die es dann wahrscheinlich, hoffentlich auch eine dritte Trilogie gibt. Und eben zu den Ereignissen zum Ende von Emerald Blaze, die dann da ansetzt und die auch noch ein bisschen weiter spinnt und eben diesen Cliffhanger einigermaßen auflöst. Nur das so als Tipp und Hinweis. Und damit bin ich soweit erstmal durch. Ich mache mich gleich auf den Weg, denn ich besuche noch meine liebste Sophia von Sophias Book Planet. Wir haben uns jetzt wirklich auch schon ewig nicht gesehen. Das ist bestimmt schon 1,5 bis 2 Monate her, weil ich im Masterarbeitsstress war, Sophia im Uni-Stress war und das irgendwie nie ergeben hat. Und jetzt wird es dann auch wirklich mal Zeit, sich wieder zu treffen und sich wieder auszutauschen. Wir wollen gemeinsam nett essen. Ich werde ein bisschen von meinen Resten mitbringen. Sophia wird noch ein bisschen Essen besorgen und Reste von sich aus beisteuern. Wir werden vielleicht ein bisschen Kekse essen, aber vor allen Dingen auch viel erzählen, uns austauschen und ja, up to date bringen. Und damit hat dieser Vlog auf jeden Fall irgendwie ein bisschen anders geendet und ist ein bisschen anders abgelaufen als eigentlich gedacht, denn ich habe von meinen Weihnachtsbüchern, meinen geplanten, für den Festive Reader von nichts gelesen. Stattdessen habe ich irgendwie die komplette Hidden Legacies Reihe nochmal beendet. Aber ich meine, so what? Gelesene Bücher sind gelesene Bücher, ich wurde gut unterhalten. Ich bin da durchgeflogen, ich hatte da Lust drauf und hat mir gut getan. Mal gucken, was ich dann so nächste Woche, beziehungsweise potenziell heute Abend anfange, wo ich hingehe. Ich habe mich schon zwei Bücher hingelegt, aber dazu wird es dann im nächsten Vlog ein bisschen mehr Infos geben und ein bisschen
mehr, was so abgeht. Nächste Woche wird auf jeden Fall nochmal wieder sehr aufregend, sehr stressig. Ich hoffe nicht zu stressig, aber es wird auf jeden Fall einiges los sein, besonders wenn ich zusätzlich auch noch filmen will. Also haltet dann gerne die Augen offen, bleibt dabei, lasst meinem Kanal gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und dann, glaube ich, beende ich diesen Vlog an dieser Stelle. Und ich danke euch vielmals dafür, dass ihr dabei wart. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns ganz, ganz bald in einem neuen Video wieder. Ich verspreche es. Und auf jeden Fall spätestens in einer Woche wieder mit einem neuen Vlog. Bis dahin, macht's gut. Thank you.